Hier präsentieren wir die 5 beste Kajak-Tests. Lass uns anfangen. Liste zu starten Nummer 5. Das Tahiti Plus der Firma Sevulo ist ein ideales Familienboot, welches durch eine enorme Traglast von 200 Kilogramm im Test überzeugen konnte. 2 Erwachsene und ein Kind trägt es mühelos und bietet zusätzlich noch jede Menge Platz, um Verpflegung oder anderes Equipment auf das Wasser mitzunehmen. 2 aufblasbare PVC-Seitenkammern und der PVC-Boden mit Steckkonstruktion sorgen für eine sehr hohe Stabilität und Strapazierfähigkeit des Modells. Die aufblasbaren Sitze bieten einen erhöhten Komfort, was bei den Testern durchweg für Begeisterung sorgte. Tragegriffe an Bug und Heck ermöglichen ein einfaches Tragen. Nummer 4. Das WaveEdge 65054 von BestWave, ein 2 beliebte Gerätschaften. Es ist entweder als Stand-Up-Surfboard oder als Kajak verwendbar. Der abnehmbare Sitz mit Rückenlehne lässt sich einfach an- und abmontieren, sodass Sie das Modell schnell vom Kajak in die Stand-Up-Variante umbauen können. Die maximale Belastbarkeit liegt bei 100 kg und bietet somit einem Erwachsenen mühelos Platz. Im Lieferumfang enthalten ist ein 210 cm langes Doppelpaddel zum Surfen oder Kajakfahren sowie eine Doppelhub-Kurbelpumpe mit Druckanzeige. Des Weiteren wird es in einer stabilen Tragetasche geliefert und beinhaltet ebenso ein Reparaturset, um kleinere Reparaturen direkt vor Ort erledigen zu können. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unsere Liste Nummer 3. Das Challenger K1 der Firma Intex ist ein sehr günstiges Kajak zum Aufblasen. Mit einer Größe von 274 x 76 x 33 cm und einer Traglast von bis zu 100 kg bietet es ausreichend viel Platz und Stabilität, um einen durchschnittlichen Erwachsenen gut und sicher zu tragen. Die aufblasbare Rückenlehne lässt sich mit viel oder wenig Luft füllen und somit an die Bedürfnisse des Einzelnen sehr gut anpassen. Das langgezogene und stromlinienförmige Design ermöglicht ein einfaches und kraftreduziertes Rudern, sodass Sie auch längere Fahrten mit diesem Modell unternehmen können, ohne zu schnell zu ermüden. Nummer 2. Das Explorer Reef 240 von Sevulo kann sowohl als Einsitzer, als auch als Zweisitzer bezogen werden. Es hat sich als perfekter Begleiter für Tauch- und Schnorchelurlauber herausgestellt und glänzte im Test durch eine durchweg hochwertige Verarbeitung. Die Konstruktion besteht aus 2 einzeln belüftbaren PVC-Seitenkammern und einem ebenfalls getrennt belüfteten PVC-Loftboden. Die Außenhülle ist aus Nylon gefertigt und der Boden besteht aus gewebeverstärktem Material, was sich als sehr robust herausgestellt hat. Ebenso sorgt eine Finne für eine erhöhte Stabilität im Wasser. Neben einem verstellbaren Sitz bietete das Kajak sowohl eine Fußstütze, beidseitig vorhandene Paddelhalter sowie eine Tragetasche für den bequemen Transport auf Reisen. Und die Nummer 1 unserer Liste. Als Testsieger und somit bestes Kajak hat sich das Modell Explorer K2 von Intex durchgesetzt. Es konnte mit einer guten Verarbeitung und einer Traglast von bis zu 160 kg punkten, sodass es problemlos von 2 Erwachsenen genutzt werden kann. Gefertigt ist es aus PVC und so kommt es mit allem Zubehör auf ein Gewicht von 17 kg, wodurch es mühelos von 2 Personen ans Wasser getragen werden kann. Mit der mitgelieferten Doppelhubpumpe ist es in wenigen Minuten aufgeblasen und einsatzbereit. Die Flosse, die für mehr Stabilität sorgt, wird einfach an der Unterseite eingeschoben. Sollten Sie das Produkt an salzigen Gewässern einsetzen, ist es ratsam, es nach jeder Benutzung mit klarem Leitungswasser abzuwaschen, da das aggressive Salz sonst eventuell Schäden an den Nähten oder dem Material anrichten kann. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren unseren YouTube-Kanal.